Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. 5 Minuten mal in der Stille sein und nichts tun, einfach nur bei sich sein. Und heute stellen wir uns mal geistig vor, wir sind ein Lichtwesen, ein Lichtarbeiter. Vielleicht hast du den Ausdruck schon gehört, Lichtarbeiter. Das wird ja sehr viel im spirituellen Bereich verwendet. Wir alle sind kleine Seelen, Lichtkörper. Und wir leben in einem Körper und machen also jeder für sich selbst seine Erfahrungen. Und heute in unserer Meditation stellen wir uns einfach mal vor, wir sind ein leuchtender Stern und beobachte mal, was du alles so für dich wahrnimmst, wenn du dir geistig das vorstellst. Wenn du mitmachen möchtest, setz dich aufrecht hin, die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Komm bei dir an. Lass alles los. Und wenn du soweit bist, dann stell dir jetzt geistig vor, du bist ein Stern, ein Lichtwesen. Und sieh, wie du leuchtest, wie du funkelst. Und beobachte mal, wie es dir damit geht. Beginne.
Und dann kommen langsam aus der Meditation heraus. Atme wieder tiefer, beweg dich, öffne deine Augen. Ich bin noch ganz weg. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, was haben sich für Bilder bei dir gezeigt? Welche Gefühle haben sich breit gemacht? Also für mich war es so, dass ich mich als Stern gesehen habe unter vielen und dass ich sozusagen die Verbindung zu den anderen Sternen gesucht habe. Also ich habe immer dann versucht, den Kontakt mit anderen Sternen herzustellen. So hat sich das bei mir gezeigt. Also, dass ich ein Stern bin von vielen. Und diese Verbundenheit, dass wir alle zusammengehören und dass kein Stern für sich alleine nur da ist und existiert. Also mir hat das gezeigt, ich bin nicht allein. Es gibt noch einen Haufen andere Sterne, mit denen man einfach im Verbund ist. Und wenn man sozusagen ein Licht rüber sendet, dann kommt dieses Licht auch wieder zurück. Es kommt eine Gegenreaktion. Ja? Also du löst eine Reaktion aus. Und es kommt eine Gegenreaktion. Ja, war sehr schön für mich. Ich hoffe für dich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Rita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss.